Hey Leute, ich bin jetzt hier mitten im Dschungel bei einer Cenote. Also es gibt hier ganz viele Cenoten in Tulum. Das ist also in der Region, in der kompletten Yucatan-Halbinsel. Das sind solche Erdlöcher mit Grundwasser. Und da kannst du einfach drin tauchen, Fische sehen. Das ist ganz klares Wasser. Und die, wo ich jetzt hier bin, oder man hat mir gerade gesagt, wie die heißt, ich habe es wieder vergessen. Kann ich aber nachgucken. Manche sind halt offen, manche sind unterirdisch. Das hier ist jetzt einfach so ein Loch im Boden. Und ich habe mir im Hostel, in dem ich bin, einfach Schnorchel ausgeliehen. Man kann auch richtige Touren machen oder Taucherausrüstung, also richtig tauchen gehen. Das kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Kann man hier auch lernen, aber dauert ja ein bisschen und ist auch teuer. Und deswegen gehe ich jetzt einfach nur schnorcheln, weil ich wollte es auf jeden Fall mal machen. Ich sehe übrigens schrecklich aus, rot und am Glänzen. Aber das Rote ist, weil ich mich verbrannt habe, leider. Und das Glänzende ist, weil ich diesmal etwas mehr Creme aufgetragen habe. Habe ich zwar letztes Mal auch, aber das war irgendwie eine schlechte Creme. Ich habe mir jetzt eine andere gekauft. Aber hier ist es relativ schattig und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das hier aussieht. Das war auf jeden Fall ganz cool. Also das war voll schön, also das ist schade, dass ich keine Unterwasserkamera habe, denn wenn du da in dieser dunklen Höhle bist und das Sonnenlicht so reinscheint, um dich herum ist alles dunkel und dann ist da so ein leuchtender Fleck unter Wasser, wo dann so die Strahlen, das Licht wird so gebrochen, das sieht einfach awesome aus. Da sind so kleine Fische überall, so kleine, die schwimmen um dich herum, weil die sind voll neugierig und wollen dich so... Keine Ahnung, die wollte ich irgendwie sehen anscheinend, aber sobald du versuchst, die zu berühren, schwimmen die ganz schnell weg. Und es ist fast unmöglich, die zu berühren, aber ein oder zweimal habe ich, glaube ich, so habe ich die so an der Schwanzflosse berührt. Und über, also unter dir sind die Fische und über dir die Fledermäuse in der Höhle. Also das ist wirklich sehr schön. Es hat 100 Pesos gekostet, das sind 5 Euro ungefähr. Hierfür, für dieses Schnorchelding habe ich 75 Pesos im Hostel gelassen. Und ja, es gibt aber auch richtige Touren. Also es lohnt sich, glaube ich, schon, da richtig runterzutauchen, weil du dann einfach tiefer kannst und nicht nur an der Oberfläche bleiben musst. Und es gibt, glaube ich, auch noch sehr viel schönere Cenoten hier in der Gegend. Habe ich nämlich im Internet gesehen. Also da sind auch größere und richtig, ja, also wo die Höhle auch richtig schön ist, wo du in der Höhle so sitzen kannst und so. Also check das mal im Internet aus, da gibt es noch richtig, richtig schöne. Ich habe jetzt die einfach genommen, weil sie am nahesten an meinem Hostel war. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass sie so nah ist. Dann wäre ich vielleicht zu einer anderen gefahren. Mal schauen. Ich bin jetzt zur Gran Cenote noch gefahren, die war 1 Kilometer nur entfernt und die ist viel, viel krasser. Also hier ist natürlich auch viel mehr los, aber die sieht richtig viel schöner aus, ist größer und keine Ahnung. Einfach wow, ich zeige euch auch einfach noch mal ein paar Bilder davon.
Leute, das war so krass. Ihr müsst das unbedingt mal machen. Ich bin mit Schildkröten geschwommen und an manchen Stellen, also da ist sogar teilweise Sand auf dem Boden und dann kannst du an manchen Stellen stehen. Manche sind über dir ist dann halt freier Himmel oder halt Palmen, Dschungel. An anderen Stellen bist du dann so in so einer Höhle und da geht es dann auch richtig tief runter unter die Erde, wo ich nur runter guckte und alles war nur schwarz und wo du halt nur mit Taucherausrüstung runterkommst. Also wenn ich nochmal wiederkomme, dann will ich so einen Tauchkurs mal machen, um einfach das auch erleben zu können. Und ich brauche dann auf jeden Fall eine Unterwasserkamera. Ich verlinke euch mal Videos oder guckt einfach mal Cenote Diving. Cenote Diving, einfach YouTube-Videos, weil da sind Leute, die haben Unterwasser gefilmt. Das ist eine richtige Unterwasserwelt und wie das Licht reinscheint unter das Wasser. Tausende Fische und Schildkröten, so schön. Ich habe euch ja eben gezeigt, wo man halt ankommt, diese Hauptseite, dieser Anfangsbereich der Cenote. Und als ich so am Schnorcheln war, habe ich entdeckt, dass man hier durch so eine Höhle schwimmen kann und dann kommt man auf der anderen Seite raus. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist so eine kleine Bucht nochmal so und was total schön und einsam irgendwie ist. Pesos in der Gran Cenote hier und hier lohnt es sich wirklich. Also es ist nicht so klein wie die, wo ich davor war. Hier ist Wiese, die Leute liegen einfach auf der Wiese, bringen Handtuch mit, was zu essen mit, diese Duschen, Umkleidekabinen und Toiletten. Sogar auch Tische und Stühle, wo du dann einfach irgendwie was snacken kannst oder so. Also die verkaufen jetzt hier glaube ich nichts zu essen, bringst du einfach was mit und dann verbringst du hier den Tag wie in so einem Freibad. Schön bei einer Kokosnuss ausklingen. Super gesund. Ist ein Superfood. Hat super viele Nährstoffe. Ich weiß immer nicht, wie ich die Kamera halten soll. Ich mach mal die Musik raus, sonst rede ich noch zu laut, weil ich mich nicht selber höre. Wenn ihr wisst wollt, was ich hier höre, ich höre zum Teil mexikanische Musik aus mexikanischen Westernfilmen von Robert Rodriguez, Zelda-Soundtrack, Hippie-Surfer-Musik, Bob Dylan, all sowas. Ich habe da eine Spotify-Playlist, die heißt My Bohemian Lifestyle. Und die findet ihr auch auf meinem Blog Journey auf perception.de, ist unten verlinkt. Da ist in der Sidebar einfach die Spotify-Playlist. Dann hört ihr mal, was mich einfach so auch zu diesem Lifestyle inspiriert. Also auch wenn ich im kalten Deutschland sitze, höre ich das und träume. Und jetzt lebe ich gerade diesen Traum und höre weiter.